Ja, guten Morgen, Jensi-Fans. Heute sind wir wieder früh unterwegs. Angeln auf Barsch ist heute angesagt. Für genau eine Akkuladung seid ihr wieder dabei. Heute als Tackle eine ganz leichte Rolle, 20er Mono, aufgespult. Und als Rute eine Rute aus der Guinness-Serie. Eine Ultraleichtroute mit einem Wurfgewicht von 1 bis 5 Gramm, eigentlich eine Dropshot-Route, aber mit der lassen sich die Mini-Wobbler und kleinen Spinner unheimlich gut werfen und vor allem attraktiv führen. Ich hoffe, wir werden Barsche fangen. Ihr seht, wir sind früh am Start, die Sonne geht gerade auf, also ist eigentlich alles gut. Jetzt fehlt nur noch der Fisch. Wollen wir gleich mal loslegen. Ja, ihr habt es gesehen, hat eigentlich ganz gut geklappt bis jetzt. Die Barsche sind nur etwas klein, ansonsten ist es super. Was ich euch mal sagen wollte ist, ich habe jetzt ganz, ganz wenig Gerät dabei, weil ich auch möglichst mobil sein möchte. Und sinnvoll ist da eigentlich auch immer so eine kleine Tacklebox hier. Da habe ich alles drin, was ich brauche. Kleine Perlen, ein paar Wirbel, alles so, um die Köder eben schnell an die Schnur zu bringen. Weil die Montage eigentlich relativ einfach ist. Monofile Schnur am Ende, weil wir hier wenig Hecht zu erwarten haben im Fluss. Gar kein Vorfach großartig, sondern einfach nur ein entsprechender Knoten mit dem Wirbel. Und dann wird der Köder eingehängt und dann geht es auch schon los. Bei einem Abriss genau das gleiche. Relativ unkomplizierter und schneller Wechsel des Köders. Zack, zack geht das. Und dann kann man weiter angeln. Super. Und da hinten gehen wir jetzt mal hin. Die Ecke hier war zwar ganz schön, aber nach 5, 6 Fischen reicht es dann.